Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die grünen Platteteile aus dem Tempel und ich habe sie euch ein bisschen vorsortiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir Platteteile genauso viel gefunden wie alle anderen und wir schauen jetzt einmal hier so durch. So, da fangen wir mal an, oben mit dem wackeren Brustschutz. Das ist eine Brustplatte. Wie ihr sehen könnt, das sieht halt aus wie, hätte auch von einem Schmied so eine Schürze, ne, dieses Oberteil. Auf jeden Fall ein bisschen gelb, ein bisschen braun, aber schon schöne Farben. Auch hier der Abschluss ist schön, ne. So, als nächstes haben wir Oberherrensept. Da habe ich einmal die Schultern, sind halt einfache silberne Schultern, ein paar Vernietungen. Und dazu habe ich die Brust. Ne? Wie ihr sehen könnt, da haben wir hier wieder überall Kettennetz, auch am Hals. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, auch hier oben. Ne? Ist halt eine Platte. So, als nächstes haben wir schwere Lamellen-Set. Da haben wir hier einmal den grün-gelben Helm. Dann die grünen Schultern. Muss auch mal gucken, sie steht halt ein bisschen schief. Aber es sind halt gleich viele Lamellen. Dann haben wir die Armschienen, die auch so ein kleines Muster mit drin haben. Ne? Sieht aus wie so ein kleiner Bärenkopf. Dann die passende Hose, ne, die auch diese Platten hat. Ich denke mal, das Oberteil wird auch diese grünen Platten haben. Das, was wir eben schon mal gesehen haben, nur in grün wird das sein. Und die Stiefel dazu. Ne, die haben ja dann hier die Platten auch noch nach oben gezogen. So, das sind die Teile vom Lamellensitz. Ne? Dann haben wir das Klagegeist-Set. Da haben wir hier einmal den Kopf. Diesmal in Violett. Mit Turner. Dann haben wir hier die Schultern. Die Schultern sind in Schwarz gehalten. Passend dazu eine violette Brust. Finde ich persönlich sehr nice. Ne, also ich würde es wahrscheinlich ohne Schultern tragen. Hier hat man ja auch Träger, ein bisschen Rücken. Und hier ist halt die Brustschale. Dann haben wir hierzu passend die Arme, die Hände meine ich. Hier sind auch nochmal die Flammen mit drauf. Und pass auf, wir haben jetzt die Hose. Das ist die passende Hose dazu. Die ist hinten geschlossen, ne, aber vorne offen. Das ist auch sehr interessant. Aber es passt. Ne? Also wenn man jetzt die Schultern wegnimmt, die Stiefel noch hat, und den Helm vielleicht noch. Also schon ein interessantes Set, würde ich sagen. Was sagt ihr? Schon sehr interessant. Vor allem die Farbe. So, dann haben wir Alabaster-Sachen. Da einmal den Helm. Ja, reden wir nicht drüber. Dann haben wir die Schultern, auch in einfacher Farbe. Und wir haben die Stiefel. Wie ihr sehen könnt, die passen vom Set her. Ich denke mal, da gibt es auch noch ein bisschen Grün mit drin. Aber der Schnitt wird so sein wie das andere. Nur halt in Weiß. So, und als letztes habe ich hier das Templer-Set. Da haben wir hier einmal die großen Schultern. So typische platte Schultern, würde ich sagen. Hier haben wir dann die Armschienen. Da ist jetzt ein bisschen Blau mit drin. Da sind die Hände. Da haben wir auch dieses Flammenmuster. Ist halt wie bei dem anderen gerade, bei dem Klagegeist, ne? Das ist halt jetzt nur gelb-blau. Da haben wir den Gürtel. Auch eine Verzierung, aber ansonsten ganz einfach gehalten. Ja. Na, es ist genau das gleiche. Nur halt in gold-blau gehalten. Hier hat man halt das Hosenoberteil hinten zu.
Und hier aber haben wir aber die Stiefel. Bedeutet man, die Stiefel bei dem anderen sind halt auch nicht so auffällig. Aber hier könnt ihr mal das richtig sehen mit der Hose. Ja gut, wenn man dann überlegt, wir haben dann in der passenden Farbe die Brust noch darüber. Ja. Schon nett, schon nett. Wobei ich zum Violetten eher tendiere wie zum Blauen. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. So, meine Lieben, wir sind durch mit dem Tempel. Als nächstes geht's nach Stratholm. Und zwar habe ich mich auch dazu entschlossen, wir werden einmal das Haupttor machen, die Ebene, und einmal die Boteneingang-Ebene. Das heißt, es sind jeweils 100 Läufe. Und ich bin noch schon eifrig am Farmen nebenbei. Ich hoffe, bis ihr dieses Video habt, bin ich mit dem ersten Teil auch wieder durch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, viel Spaß beim Transmog-Farmen. Bis dahin, tschüss.